Gegen 10 Uhr hält die Polizei Kenntnis darüber, dass bei Dachdeckerarbeiten die Kinder- und Tagesstätte hier im Markenfeld 12 in Brand geraten sei. Glücklicherweise mit Eintreffen Feuerwehr und Polizei stellte sich heraus, dass die 25 anwesenden Kinder nebst Betreuern bereits draußen waren. Und die beiden Dachdecker, die noch auf dem Dach waren, wurden von der Feuerwehr mit einer Leiter, die angestellt wurde, vom Dach geholt, sodass keine Verletzten zu beklagen sind und die Feuerwehr mit den Löscharbeiten noch beschäftigt sind. Bis dato ist das Dach in Mitleidenschaft gezogen und dadurch, dass die Feuerwehr immer wieder diverse Platten und Dachplatten da wegnimmt, entfacht sich natürlich durch die Luftzufuhr das Feuer immer wieder erneut und die Löscharbeiten werden auch eine ganze Weile andauern. Die Kinder wurden dank der Unterstützung des Ordnungsamtes in einem Bus der hiesigen Verkehrsbetriebe untergebracht und werden sukzessive von den Eltern abgeholt. Laut Aussage der Feuerwehr ist das Gebäude, nicht mehr bewohnbar, sodass die Kinder vermutlich demnächst eine andere Kindertagesstätte wählen müssen. Ich war bei meiner Freundin, habe die Feuerwehr gesehen, bin hier hochgerannt und da standen alle Erzieher mit den Kindern draußen. Und ich war so glücklich, dass die Erzieher so gut gehandelt haben und alle Kinder gerettet haben. Bin ich echt dankbar drum. Genau weiß ich auch nicht. Jetzt nur vom Hören von dem Betreuer, den man getroffen hat. Also die Kinder haben soweit nichts mitgekriegt. Die wurden rechtzeitig rausgeholt. Die Kinder waren ruhig, Betreuer waren auch ruhig. Hallo, Marian. Ich hab's so lustig. Ja. Guck mal, wie sieht das auf die Decke aus? Du musst da eigentlich irgendwie da.